Guten Abend. Guten Abend, gute Nacht. Für euch alle, Nummer 568. Heute ist gerade noch Donnerstag, spätabends, der 4. November 2021. Gibt hier keine Uhr in Senftenberg, im Senftenberger Exil. Das könnt ihr also nur glauben, dass heute noch Donnerstag war, denn ihr seht es erst morgen früh, denn das Hochladen hier ist aufgrund der wahrscheinlich der so durchbaggerten Landschaft des gestörten Internets einfach nicht möglich. Ich mache es dann im Theater. Aber ich bin trotzdem so froh, hier sein zu dürfen und kann das immer nur genießen, diese Bilder hier ringsrum von der Familie Wendt. Heute gibt es ein Gedicht von Erich Arendt. Erich Arendt, der das Haus in Wilhelmshorst von Peter Huchel übernommen hat, als Peter Huchel die kleine Zänkische Republik 1971 verlassen musste, weil es einfach nicht mehr ging. Also er konnte sie dann verlassen, weil sich viele andere Schriftsteller und der internationale Schriftstellerverband, der PEN, dafür eingesetzt haben, aber nur mit knapper Not. Und Erich Arendt ist geblieben und hat dann noch lange in Wilhelmshorst, in diesem Haus, gelebt. Was ich mir noch nicht angeguckt habe, was man sich aber angucken kann, weil ja da der Sitz ist des Wilhelmhorster Verlags, der die Poesiealbumshefte herausbringt. Das habe ich alles schon gesagt, aber man kann sie ja immer noch mal wiederholen. Erich Arendt, Die Bucht. Den Anker lichten. Verlass deinen Namen, die Seele hissend, die vielgebundene, vom Schwarzhorizont anrollt schon Nacht, unterm Kiel nahtloses Wogen, das den Tag überhört. Oder ins Adern hell rund der Platane tauchen das Aug es nicht schließen, wenn im schmerzenden Netz ihm der Steile des Tags zustürzt die Sonne, umschlossen weit um vom Granitring es lichtblind grünt. Oder das, was einer sang, als er unsterblich der Seeschwalbe Sturm treibenden Ruf die aus härtestem Blau geschnittenen befragt die Ewigkeitslinie. Erhören. Calamon Joy. Und du aus der Spiegelschrift mährischen Himmels gestrichen bist im Felsgeborenen ganz vor dir die dunkelhäutige Antwort des Steins. Mein Vater würde wahrscheinlich jetzt sagen, das verstehe ich nicht. Und ja, man kann es auch nicht sofort verstehen. Und vor allen Dingen kann man es nicht so verstehen, wie Erich Arendt das vielleicht gemeint hat. Also, dass er sich mit dem Meer und den Schiffen und der Landschaft dort befasst hat, das ist ja wohl klar. Aber er macht mit diesen
diesen, mit diesem Gedicht, mit dieser Aneinanderreihung der Worte, mit diesem Klang nur ein Angebot. So wie mein Freund Jo Fabian mal sagte, dass wir mit unseren Theaterstücken eigentlich nur immer den Zuschauern ein Angebot machen. Und was sie daraus machen, ist ganz allein ihre Sache. Und was ihr aus dem Gedicht macht, ist auch ganz allein eure Sache. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut. Und ich denke, morgen werden wir nochmal eins hören von Erich Arendt. Liebe Grüße. Bis dann.